Hallo und herzlich willkommen bei diesem Pilates-Workout für die Mittelstufe. Lass uns beginnen heute im Vierfüßlerstand. Komm einmal auf die Hände und die Knie, stell deine Hände unterhalb des Schultergürtels auf und deine Knie unterhalb des Hüftgelenks und dann starte erstmal mit flexiblen Bewegungen durch die Wirbelsäule. Stell dir vor, vorne am Scheitelpunkt und hinten am Steißbein hast du jeweils einen Stift befestigt und mit diesem Stift kannst du ganz frei in die Luft hineinzeichnen. Ja, du bewegst deine Wirbelsäule in alle Richtungen und bereitest dich vor für das Workout. Ja, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, richtest du dich langsam wieder ein für die Stabilität, für die nächsten Pilates-Übungen und dafür hast du deine Hände ganz flach, ganz weit unterhalb des Schultergürtels aufgesetzt und wir starten von hier aus mit den Händen jetzt weiter vorne und dann wieder zurück unterhalb der Schulter. Ja? Dann startest du die zweite Runde mit links und gehst mit links wieder zurück. Ja? Dann wieder mit rechts, ein bisschen weiter vor, den Schwerpunkt verlagern und wieder zurück. Achte dabei darauf, dass du im Schultergürtel nicht einfällst. Ja? Das heißt, die Schultern bleiben aktiv und es geht dann nach vorne und wieder zurück. Ja, und noch einmal rechts, zurück unter die Schulter und links, zurück unter die Schulter. Und dann wandern wir weiter nach vorne. Du nimmst deinen Schwerpunkt mit, sodass du jetzt mit dem Becken vor den Knien stehst und mit der Nasenspitze vor den Händen. Ja, du hast die Belastung hier oberhalb des Knies, da wo die Muskulatur ist, damit es schön weich ist. Und dadurch, dass du dich von der Körpermitte aus hältst, hast du dort in diesem Bereich gar nicht so eine große Belastung und es ist ganz gut auszuhalten. Ja, wir starten jetzt von hier aus, aktiver Schultergürtel mit einem kleinen Pilates-Liegestütz. Es geht. Ellbogen nach hinten drehen und rausstützen. Ja, und dann wieder beugen und rausstützen. Langsam und gleichmäßig. Noch dreimal. Halte den unteren Rücken schön lang. Dein Powerhouse mit jeder Ausatmung aktivieren und schnüren. Und die letzte Wiederholung. Und dann kurzer Stretch nach hinten. Komm nach vorne, geh gleich nach unten in die Bauchlage für die Übung 2. Wir starten hier mit den Armen rechts und links neben dem Körper, Handflächen gehen nach oben, du hebst die Beine an, du bringst die Fersen zueinander und es geht in kleinen Fersenschlägen. Ja, bringst du die Fersen immer wieder zusammen und die Arme gehen langsam hoch und fließend ab. Schön parallel neben dem Körper. Ja, der Kopf zieht nach vorne, die Schulterblätter nach hinten, unten in den Rücken und hoch und ab. Der ganze Körper ist gestreckt wie ein Kaugummi. Noch zweimal. Lange Beine, ausatmen. Und letztes Mal, ausatmen. Okay, kurz halten. Beug die Arme wieder an, setze die unterhalb der Schulter auf. Bringe die Fußspitzen in den Boden, stütze dich aus der Körpermitte heraus, zurück in die Liegestützposition. Ja, du erinnerst dich, erste Übung. Wir erweitern das Ganze und du bringst dich erstmal hier in diese Position. Schultergürtel weg von den Ohren und dann geht es jetzt mit dem rechten Unterschenkel anbeugen, ausatmend. Rausstützen aus dem Boden. Es geht. Ein. Aus. Du entscheidest, wie tief du gehst. Ne? Man kann auch hier den Liegestütz wunderbar machen. Wichtig ist, kontrollierte Bewegung mit dem aktiven Schultergürtel. Lieber ein bisschen weniger, dafür aber ganz bewusst und richtig ausgeführt. Und ein. Die letzten zwei. Und einatmen.
Letzte Wiederholung. Ellbogen schön nach hinten drehen und dicht am Körper rausschieben. Kurzer Stretch nach hinten. Wunderbar. Ja, und dann lass uns wieder nach unten kommen, in die Bauchlage, über den Liegestütz. Jetzt bist du ja gewappnet. Und dann zweite Übung hier in der Bauchlage. Ja, wir bringen die Arme unter die Stirn. Du hebst beide Beine an. Du atmest ein, du atmest aus. Mit der nächsten Ausatmung öffnest du deine Beine mattenweit. Die Arme kommen dazu. Du öffnest in einen Stern. Mit der Einatmung schließe die Beine parallel. Die Hände kommen unter die Stirn. Ausatmen, öffnen in den Stern. Alle Extremitäten ziehen auseinander. Einatmen zurück. Ausatmen. Spüre diese vier Richtungen. Beide Arme oben, diagonal. Beide Beine unten, diagonal nach unten raus. Körpermitte stabil und ausgerichtet. Letzte zwei. Genieße diese Länge. Und ausatmen. Einatmen. Und noch einmal. Aus. Sehr schön. Anbeugen. Setze die Hände auf. Schick dich noch einmal nach oben. Und wechsle mit mir die Position. Wir starten jetzt erstmal im Sitzen. Und aus dem Sitz geht es nach unten, zack, in den Unterarmstütz. Ja, du hast die Unterarme parallel zur Mattenkante. Hier ist es wichtig, dass du dich hier rausschiebst. Ja, probier das mal aus. Wenn du hier einsackst im Schultergürtel und wenn du dich rausschiebst, stolze Haltung. Hier eingesackt, das ist passiv. Das ist aktiv die Haltung, die wir wollen. Und noch einmal. Zack. Gut, und dann bleiben wir hier. Du versuchst jetzt auch das Gewicht gleichmäßig auf den Unterarm und die Hand zu geben, ja, sodass der Ellbogen nicht ganz so stark belastet ist. Du atmest ein und aus und hebst das eine Bein an und setzt es ab. Es geht aus und ein. Und man neigt dazu, während man diese Bewegung macht, hier wieder einzusinken. Beobachte das mal bei dir, wie ist es da? Kannst du dich schön rausschieben und diese Haltung beibehalten. Und aus und ein. Und ein. Beide Beine mal eben kurz anheben in die Parallelposition. Und dann starten wir hier eine Stufe weiter, den Fuß zum Boden, ausatmen, anheben. Ja, hier ist es wichtig, dass du die Bewegung aus der Hüfte machst. Das sieht zwar irgendwie auch ganz schön aus, aber ist nicht das, was wir wollen. Ja, du bewegst das Bein aus der Hüfte und der Abstand zwischen Oberschenkel und Unterschenkel, der bleibt immer gleich. Oh, noch die letzten zwei, dann haben wir es geschafft. Wunderbar. Füße abstellen. Wir gleiten nach unten auf die Matte. In die nächste Übung. Gleich fließender Übergang. Schau, dass du deinen Kopf hier gut auflegen kannst. Bringe deine Arme locker zur Seite. Bring die Handflächen zur Decke ausgerichtet. Atme ein. Atme aus. Jetzt zieh dich zusammen in der Mitte und bringe die Fingerspitzen hier zum Bein. Vielleicht sogar um das Bein herum, wenn du das schaffst. Und wieder ablegen. Einatmen, Zentrierung. Ausatmen, anderes Bein anheben. Die Hände schieben sich hinter das Bein. Und du atmest ein, legst wieder ab. Fließend aus. Und ein. Halte die Bauchdecke jetzt aktiv beim Ablegen. Und aus. Und ein. Die Atmung fließt hier in den Brustkorb,
in die Seiten hinaus und nach hinten. Und mit der Ausatmung schnürst du wieder dein Muskelkorsett. Ne, wunderbar. Ganzer Körper ist in Aktion. Und ein. Und fließend aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Letzte Wiederholung pro Seite. Ausatmen. Kopf, Schulter, Gürtel, oberer Rücken. Hebt an. Legt ab und wieder anheben. Ablegen. Kopf entspannen nach rechts und links. Ja, und dann rollst du dich mit einem kleinen Schwung in den Sitz. Wir kommen wieder in den Unterarmstütz. Füße aufgestellt. Ja, aktiver Schultergürtel. Du erinnerst dich, die Vorübung, die wir eben hatten. Du atmest ein und aus. Beide Beine parallel anheben. Ja, schieb dich hier schön raus. Und jetzt verlängerst du und flexst gleichzeitig deinen Fuß nach vorne. Du schickst die Ferse lang vor und beugst an, streckst den Fuß. Und aus. Und ein. Flex aus. Und ein. Ja, du schiebst die Ferse von oben nach unten, streckst den Fuß, holst das Bein wieder zurück. Aus. Man könnte die Atmung hier auch umdrehen. Du könntest hier einatmen. Und dann mit der Aktion nach oben ausatmen. Ja, finde heraus, wie du am besten atmen kannst. Das Wichtigste ist wie immer, dass du die Bewegung mit der Atmung verbindest. Es bietet sich an, beim Hochkommen auszuatmen. Letzte zwei. Und wunderbar, setz die Füße ab, lass die Beine nach vorne ausgleiten, komm mit dem Oberkörper nach unten gerollt und dann öffne die Arme seitlich, atme ein, atme aus, stell die Füße wieder auf, ja, und dann bringst du deine Beine jetzt lang nach oben, erst das eine, dann das andere. Ja, und hier machen wir die Fersen zueinander. Du atmest ein, du atmest aus. Es geht in einem Kreis über rechts. Und einatmen, kreisen, ausatmen, zurück zur Mitte. Und noch einmal über rechts, dann unten, über links, die Beine ranholen, zurück zur Mitte. Du kreist im Prinzip um dein Kreuzbein herum. Ne, Millimeter für Millimeter. Okay, nochmal links und ein, beziehungsweise jetzt erst links, zweite Seite und nach links, nach unten, über die Seite, Mitte, Zentrum und ein und aus, noch ein letztes Mal und ein und aus, ja, wir starten nochmal rechts und ein und aus. Komm an. Und einatmen. Sehr schön. Noch zwei. Na, schau nochmal, wie sich deine Bauchdecke verhält. Kannst du hier kompakt bleiben? Und einatmen. Ausatmen. Und ein. Lass die Beine lang. Wenn es gar nicht mehr geht, kann man sie auch mal kurz anbeugen. Ne, das wäre eine Alternative hier. Und dann ein letztes Mal einatmen. Okay, beide Beine anbeugen, beide Beine parallel abstellen. Und dann drehst du dich über die Seite, gibst dir einen kleinen Schwung nach oben, bringt die Beine nach vorne. Locker ein bisschen deine Beine aus. Das haben die sich verdient. Okay, und das war's auch schon. Das war dein Pilates-Workout. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es so ist, dann abonniere meinen Channel, um kein neues Training mehr zu verpassen. Tschüss, deine Anna.